hier nur eine Ankündigung zu machen. Am 25. Mai finden in Stuttgart Gemeinderatswahlen statt. Bis jetzt kommt das Thema Stuttgart 21 in diesem Gemeinderatswahlkampf nicht vor. Deshalb haben drei von uns, nämlich Norbert Bongers, Frau Valentin und ich, die Gemeinderatsfraktion eingeladen, Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen, die uns ihre Meinung zu Stuttgart 21 vortragen, und zwar jeweils am Montag, unabhängig von der Montagsdemo, vor der Montagsdemo, um 17.15 Uhr vor dem Rathaus, da wo es die Treppe raufgeht, werden wir mit denen reden und denen kritische Fragen stellen. Ich denke, wir sollten uns alle darum bemühen, vor diesen Wahlen klarzustellen, wer ist hier für Stuttgart 21 im Rathaus und wer ist dagegen. Ich weiß, dass einige unter uns nicht viel von Parteien und von Politik halten. Ich verstehe das auch. Trotzdem sage ich Ihnen, wenn es uns gelänge, die Zweidrittelmehrheit im Rathaus, im Gemeinderat zu verändern, vielleicht sogar zu kippen, das wäre ein gewaltiger Erfolg. Deswegen sollten auch die, die mit Politik sonst nicht viel am Hut haben und Parteien nicht so gut finden, sollten auch die dazu kommen, zuhören, mitdiskutieren und sich eine Meinung bilden, damit wir am 25.05. also dann auch die Leute ins Rathaus wählen, die unserer Meinung sind und nicht irgendwelche anderen. Also beginnend am nächsten Montag, 14. April, 17.15 Uhr vor dem Rathaus. Ich freue mich, Sie alle dort wiederzusehen.